Das Unwetter der letzten Tage hat auch die Ostschweiz nicht verschont. Bilder wie die mit Bäumen auf der Strasse waren für die Feuerwehr St. Gallen keine Seltenheit gewesen. Jedoch ist die Stadt St. Gallen im Gegensatz zu anderen Orten glimpflich davon gekommen, wie der Jascha Müller meint. Alles ganz kleine Einsätze gewesen und der Baum, der auf ein Haus oder über ein Haus gefallen ist, der hat das Haus nicht einmal beschädigt und den konnten wir einfach absperren und den dann nach einer Forstunternehmen beseitigt. Besonders jetzt, in der Ferienzeit, wo viele Menschen nicht daheim sind, gilt es erst recht, sein Zuhause richtig zu wappnen, wenn durch Temperaturunterschied Unwetter entstehen. Für den Kommandant Jascha Müller gibt es ein, zwei Tipps, wie man der Naturgefahren wenigstens ein bisschen entgegenwirken kann. Grundsätzlich einmal einfach die Warnmeldungen der Behörden beachten, die entsprechende App anschauen. Wenn man wüsste, wenn dass die Gewitter wirklich kämen, und da kann man ja immer besser und immer genauer sagen, dann kann man durchaus schauen, dass die Schächte frei sind. Insgesamt hat die Feuerwehr in St. Gallen diese Woche 6 Mal ausrücken. Das hauptsächlich wegen Äste auf der Strasse und leichten Überschwemmungen. Doch nicht nur so Einsätze lassen die Feuerwehr ausrücken, wie der Jascha Müller sagt. Das beeindruckendste war eine Tiefgarage hier in der Stadt St. Gallen, wo so eine braune, joghurtartige Wassermasse gefüllt war. Und wo wir runter sind und da rausgepumpt haben, sind lauter Sportwagen rausgekommen. Und wo wir dann das Schild abputzt haben, sind alles Ferrari gewesen. Laut Meteo sollte das heute gewesen sein mit den Unwetterwarnungen. Bereits morgen hat es wieder blauen Himmel und die Sonne scheint. So wie es sollte sein im Sommer.